Planetary Health, wie steht es um die Erde, um die Menschen? Also es geht los mit einem Cartoon. Planet Erde beim Arzt. Das sieht aber nicht gut aus. Massiver Waldausfall und Fieber durch erhöhte Treibhausgase. Meine Diagnose? Ein fortgeschrittener Homo sapiens Befall. Und der Witz geht dann so weiter, keine Sorge, das geht von selbst vorbei. Und ich verwende jetzt in diesem Vortrag verschiedene Metaphern, Bilder und Vergleiche, oft aus der Medizin. Und die hinken natürlich alle irgendwo ein bisschen. Aber vielleicht können sie ja zu neuen Einsichten führen. Der Vortrag ist in vier Abschnitte strukturiert. Zunächst erkläre ich das Konzept Planetary Health ganz kurz und dann schauen wir zusammen mit der medizinischen Brille auf den Planeten Erde. Zunächst erheben wir eine Anamnese mitsamt Befunden, dann stellen wir eine Diagnose und erörtern die Prognose und schließlich widmen wir uns den Therapieoptionen. Bei Planetary Health geht es grob gesagt darum, dass die Gesundheit der Menschen und des Planeten Erde untrennbar miteinander verbunden sind. Das Konzept baut auf verschiedenen ähnlichen Ansätzen auf und eigentlich ist es auch uraltes Wissen vieler Völker. Also genau gesagt befasst sich Planetary Health mit den Voraussetzungen der menschlichen Gesundheit und zum einen sind es soziale, ökonomische, politische Faktoren, aber eben auch die natürlichen Systeme unseres Planeten, von denen die Existenz der Menschen letztendlich abhängt. Und der methodische Ansatz ist transdisziplinär. Was heißt das? Verschiedene Disziplinen, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Naturwissenschaften, aber auch Philosophie, Psychologie und so weiter und auch die Menschen vor Ort bringen ihre Perspektiven zusammen. Denn nur so kann man das große Ganze erfassen. Eine Kommission der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet hat drei große Herausforderungen von Planetary Health aufgezeigt. Die erste ist die sogenannte Imagination Challenge. Da geht es darum, die Beziehung von Mensch und Planet neu zu denken. Die zweite ist der Knowledge Challenge. Da versucht man, die Gesundheitsfolgen von den globalen Umweltveränderungen besser zu verstehen. Und das dritte ist der Implementation Challenge, also Lösungsstrategien zu entwickeln und zu testen für einen umweltverträglicheren und gesünderen Lebensstil. Ich komme darauf nochmal zurück. Die Gaia-Theorie aus den 70er Jahren ist auch wesensverwandt mit Planetary Health. Die besagt, dass die Erde als Ganzes wie ein Lebewesen ist, ein sogenannter Superorganismus mit der Fähigkeit zur Selbstregulation. Ähnlich wie ein Bienenstock in einem gewissen Rahmen seine Temperatur konstant hält, obwohl die einzelne Biene als Insekt die Körpertemperatur nicht regulieren kann. Das heißt, wir Menschen sind Teil eines größeren Ganzen, unseres lebenden Planeten Erde. Und aus der Perspektive von Planetary Health schauen wir uns jetzt die Patientin Erde an, die zu uns in die Notaufnahme kommt. Zunächst die Anamnese, die Krankengeschichte. Welche Symptome hat die Patientin? Die drei wichtigsten Beschwerden sind einmal der Klimawandel. Die Erde hat Fieber, es wird wärmer und das Wetter wird vor allem auch wechselhafter und weniger vorhersehbar mit mehr Extremereignissen, zum Beispiel mehr Hitze und Trockenheit, dadurch mehr Brände, wie wir es jetzt ja an verschiedenen Stellen gesehen hatten. Und durch die Erwärmung schmelzen Polareis, Gletscher und Permafrostböden. Ein zweiter Punkt, die Verschmutzung. Abfallprodukte sammeln sich in Luft, Wasser und Böden an. Schadstoffe aus Verbrennungen, Chemikalien und Dünger aus der Landwirtschaft sowie immer mehr Plastikmüll. Und drittens, der Verlust von Artenvielfalt. Natürliche Ökosysteme verändern sich oder verschwinden mitsamt ihren Arten. Wildtierbestände schrumpfen und zahlreiche Arten sterben aus. Hier die Fieberkurve dargestellt mit farbigen Streifen. Blau ist unterm globalen Mittelwert und rot ist über dem globalen Mittelwert seit 1850. Und man sieht da gleich einen sehr deutlichen Anstieg, vor allem in den letzten Jahren. Fast jedes Jahr ist ein neuer Rekord. Letztes Jahr war ja auch wieder einer. Und global ist die Temperatur heute um etwas mehr als 1 Grad höher als vor der Industrialisierung. Und hier ist das Gleiche für Deutschland. Viele der Älteren von Ihnen können sich sicher aus eigener Erfahrung bestätigen.
jetzt nicht von 1881, aber vor 40 Jahren oder so war das noch deutlich kühler hier. Hier ist die Kurve des wichtigsten Treibhausgases, Kohlendioxid, CO2, über die letzten 300 Jahre. Vor der Industrialisierung war die Konzentration etwa 280, jetzt ist sie über 410. Und das sind jetzt die letzten 10.000 Jahre. Das ist unser jetziges Erdzeitalter, das Holozän. Das begann nach der letzten Eiszeit. Und in der Zeit hat sich die Landwirtschaft entwickelt und die menschlichen Hochkulturen. Es war ein sehr stabiles Klima mit einer CO2-Konzentration so konstant um die 260 bis 280. Und hier sind jetzt die letzten 800.000 Jahre während verschiedener Eiszeiten und Zwischeneiszeiten. Und da schwankte die CO2-Konzentration so zwischen 190 minimal und vielleicht 290 maximal. Und der heutige Mensch, Homo sapiens, ist so maximal 300.000 Jahre alt. Das heißt, wir sehen jetzt hier einen massiven Anstieg in sehr kurzer Zeit. Und wir haben jetzt eine CO2-Konzentration, wie sie die Menschheit noch nie erlebt hat. Und dieser Anstieg ist ähnlich groß wie zwischen einer Eiszeit und einer Zwischeneiszeit. Nun zur Verschmutzung von Luft, Wasser und Böden. In manchen Städten dringt die Sonne nicht mehr durch, so dick ist der Smog. Und auch hierzulande, vor allem in Stuttgart, ist die Feinstaubkonzentration vielerorts zu hoch. Die Ozeane und viele Strände und Flüsse sind voller Plastikmüll, sichtbar und unsichtbar als Mikroplastik. Und Menschen haben zigtausende neue Chemikalien freigesetzt, ohne genau zu wissen, was die eigentlich genau bewirken. Das ist ein Foto aus dem Film Midway. Und selbst auf dieser abgelegenen pazifischen Insel sterben die Küken der Albatrosse, weil die den Bauch voller Plastikmüll haben. Schauen wir uns jetzt die Haut der Patientin Erde mal genauer an. Hier einige Bilder von verschiedenen Stellen der Erdoberfläche. Man sieht Monokulturen von Feldfrüchten wie Palmöl, Mais und Soja, die verdrängen natürliche Landschaften. Wälder, Grasland und Sumpfgebiete gehen rasant verloren. Das Artensterben betrifft große Säugetiere wie Nashörner und Menschenaffen, aber auch sehr stark die Amphibien und Insekten sowie viele Pflanzen. Und auch unter Wasser verschwindet die Artenvielfalt. Durch die Erwärmung bleichen und sterben die Korallen und damit die artenreichen Korallenriffe, sozusagen die Regenwälder der Meere. Unser Naturverbrauch, unser sogenannter ökologischer Fußabdruck steigt, weil es einmal mehr Menschen gibt und zweitens der Pro-Kopf-Verbrauch stark ansteigt und sich das multipliziert. Im Jahr 1900 lebten 1,8 Milliarden Menschen mit einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Bruttosozialprodukt von 1.100 Dollar. 1950 waren es 2,5 Milliarden mit fast doppeltem Konsum pro Kopf. Und 2010 waren wir 7 Milliarden mit vielfach höherem Konsum pro Kopf und damit einem massiv höheren Fußabdruck. Der menschliche Einfluss auf den Planeten ist mittlerweile so umfassend, so global, dass Geologen ein neues Erdzeitalter ausgerufen haben, welches das Holozän ablöst, das Anthropozän, das Zeitalter der Menschen. Und einige haben vorgeschlagen, es eher Kapitalozän zu nennen, weil es ja nicht die Menschen an sich sind, sondern unser Wirtschaftssystem. So, wie steht es jetzt um die Gesundheit der Menschen selbst auf dem Planeten? Der zunehmende Wohlstand weltweit hat einerseits zu großen Verbesserungen für Milliarden Menschen geführt. Die Kindersterblichkeit ist stark gesunken und die Lebenserwartung deutlich gestiegen. Die Geburtenzahl pro Frau hat sich auf 2 bis 3 stabilisiert und das Bevölkerungswachstum flacht daher ab. Etwa 1 Milliarde Menschen leben aber noch in extremer Armut. Über 800 Millionen hungern und jedes Jahr sterben 5 Millionen Kinder an Krankheiten, die vermeidbar oder leicht behandelbar wären. Gleichzeitig sind mittlerweile über 2 Milliarden Menschen übergewichtig. In der Folge nehmen Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen weltweit rasant zu. Ebenso wie psychische Erkrankungen und andere. Und Pandemien sind eine Bedrohung für die menschliche Gesundheit, einschließlich Influenza, HIV und jetzt Covid-19. In mancherlei Hinsicht ist ja Covid-19 auch ein Symptom der planetaren Krankheit, die wir gerade untersuchen.
Ein Bericht zu Biodiversität und Pandemien von 22 Experten Ende letzten Jahres hat betont, dass die gleichen menschlichen Aktivitäten, die den Klimawandel und das Artensterben verursachen, auch das Pandemierisiko erhöhen. Die Zerstörung von Ökosystemen, teils für Landwirtschaft und Viehwirtschaft, sowie auch das Jagen und Handeln mit Wildtieren. Und das erhöht den Kontakt zwischen Wildtieren, Haustieren und Menschen und ihren Krankheitserregern und damit das Risiko für neue Infektionserkrankungen. Und natürlich auch die intensive Tierhaltung. Und die Experten rufen dazu auf, dem vorzubeugen mit einem One Health-Ansatz, das ganz ähnlich ist wie Planetary Health, also Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt. Und damit kommen wir jetzt zum nächsten Kapitel. Nachdem wir uns die Krankengeschichte angehört und die Patientin untersucht haben, versuchen wir nun eine Diagnose zu stellen. Und als erstes schauen wir, wie stark die Befunde vom gesunden Zustand abweichen. Und dabei hilft uns das Konzept der planetaren Belastungsgrenzen oder planetaren Leitplanken. Wie bei diesem Wasserfall ist es klug, nicht direkt an den Rand zu gehen, sondern einen gewissen Sicherheitsabstand zu halten. Und dazu haben Wissenschaftler für verschiedene Systeme des Planeten messbare Indikatoren und Grenzwerte definiert. Ein bisschen ähnlich wie in der Medizin die diagnostischen Parameter, die zeigen, wie weit bestimmte Körperfunktionen aus dem Ruder laufen. Und einige Grenzwerte haben wir schon überschritten, zum Beispiel beim Artensterben oder beim Stickstoff- und Phosphorkreislauf. Und beim Klima- und Landverbrauch sind wir gerade dabei. Was total wichtig ist zu verstehen, ist, dass vieles im Körper und in der Natur nicht linear ist. Zunächst puffert das System die Störung ab und nichts passiert. Aber wenn ein gewisser Punkt überschritten ist, dann kippt das System, wie dieser Bleistift. Und manchmal hängt ein ganzes Domino dran und das nächste System kippt gleich mit um. Ein Beispiel ist, dass das Grönlandeis durch die Erwärmung schmilzt und je dünner das wird, umso wärmere Luft ist das ausgesetzt. Und das kann dann an einem bestimmten Punkt schmilzt es dann komplett ab. Und das führt langfristig zu 7 Meter Meeresspiegelanstieg. Und damit sind wir schon ein bisschen bei der Prognose gelandet. Was sind die möglichen Folgen? Bei 1,5 Grad globaler Erwärmung sind die Folgen für Mensch und Planet gravierend. Aber mit etwas Glück und Anstrengung vielleicht noch beherrschbar. Bei 2 Grad stehen die Chancen schon deutlich schlechter. Und bei 3 Grad und mehr steigen die Schäden massiv an. Eine erfolgreiche Anpassung der menschlichen Zivilisation an die Bedingungen einer solchen Heißzeit ist eher unwahrscheinlich. Und da gibt es natürlich immer gewisse Unsicherheiten. Hier ein Beispiel, die Klimarat-Aussage zu den Korallen. Da weiß man es nämlich sehr genau. Bei 2 Grad Erwärmung sind mit sehr hoher Gewissheit so gut wie alle Korallen tot. Und dazu ein Foto von einem Unterwasserfriedhof. Das Absterben ist ja schon voll im Gang bei den 1 Grad Erwärmung, die wir schon haben. Und deswegen ist das zentrale Ziel des Klimaabkommens von Paris, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen, möglichst auf 1,5 Grad. Dazu muss der Nettoausstoß von Treibhausgasen in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts auf Null sein. Würden alle bisherigen Zusagen für das Paris-Abkommen eingehalten, dann würde das trotzdem noch zu einer Erwärmung von 3 Grad führen. Das Abkommen ist also da, aber die bisherigen Zusagen sind bisher völlig unzureichend und die Länder müssen dringend nachlegen. Was heißt das jetzt? Die Erde hat schon mehrere Massenaussterben erlebt. Das letzte, als die Dinosaurier verschwanden. Der Planet wird überleben. Es geht also um die Tiere, die jetzt leben, wie Korallen, Bienen und Schimpansen und um die Pflanzen und Pilze und so weiter. Und vor allem geht es um uns Menschen. Um unser Überleben, unser Wohlergehen, unsere zivilisatorischen Errungenschaften, den Erhalt von Freiheit und Frieden bei einer Weltbevölkerung von nun 7,8 Milliarden, von denen viele in Küstenregionen leben und alle ernährt und mit sauberem Wasser versorgt werden wollen. Wir schaden vor allem uns selbst und unseren Kindern und all den kommenden Generationen. Und damit kommen wir jetzt zu einer der drei Herausforderungen von Planetary Health. Wenn wir das Erdsystem destabilisieren, wie genau wirkt das auf unsere Gesundheit zurück? Die Folgen des Klimawandels für die menschliche Gesundheit kann man in direkte und indirekte Folgen unterteilen. Und
natürlich sind viele davon durch soziale Dynamiken vermittelt. Es kann entweder verstärkt werden, zum Beispiel durch Konflikte um knappe Ressourcen, oder im günstigen Fall vermindert durch erfolgreiche Anpassungsmaßnahmen zum Beispiel. Die direkten Gesundheitsschäden entstehen als Folge zunehmender Extremereignisse wie Stürme, Überflutungen, Hitze und Brände. Hitzewellen führen ja regelmäßig zu vielen Todesfällen in Deutschland. Und in wärmeren Weltgegenden, zum Beispiel in Südasien, wird es an immer mehr Tagen zu heiß, um ohne Gesundheitsgefahr draußen zu sein. Zu den indirekten Folgen zählen vermehrte Krankheitsübertragungen, wenn Mücken oder Zecken in neue Gebiete wandern, oder auch neue Infektionskrankheiten wie Nipah und Covid-19 durch intensiveren Kontakt zwischen Mensch und Wildtier, aber auch Hungersnöte, wenn Ernten ausfallen aufgrund von Dürren oder Überschwemmungen. Migration und Fluchtbewegung infolge davon oder durch Meeresspiegelanstieg und psychische Folgen. Staaten können politisch destabilisiert werden bis hin zu kriegerischen Konflikten, was dann weitere negative Folgen für die Gesundheit haben kann. Hier dargestellt jetzt die etwa 7 Milliarden Menschen weltweit, 1 Milliarde in extremer Armut, 1 Milliarde sehr reich, der Rest irgendwo in der Mitte. Und der Zuwachs an Wohlergehen auf diesem Entwicklungspfad ging einher eben mit einem massiven Anstieg von Ressourcenverbrauch und ökologischen Fußabdruck der Menschheit, also auf Kosten des Planeten. Und es wirkt jetzt mit einer gewissen Verzögerung auf uns zurück über die globalen Umweltveränderungen, Klimawandel, Artensterben und so weiter und bedroht unsere Lebensgrundlagen und unsere Gesundheit. Und dabei leiden die Ärmsten zuerst und am meisten, da die jetzt schon am Rand der Existenz leben und kaum über Schutzmechanismen verfügen, obwohl die am allerwenigsten zum Problem beitragen, eine große Ungerechtigkeit. Aber letztendlich trifft es alle. Und obwohl wir das verstanden haben, rennen wir weiter alle in die gleiche Richtung, geradewegs auf den Abgrund zu. Die Industrieländer führen das Rennen an, die Schwellenländer sind ihnen auf den Fersen. Warum tun wir das? Was treibt uns an? Unsere Gesellschaften glauben an das Wirtschaftswachstum wie an eine Religion, eine Art Konsumreligion, bei der die Ökonomen die Priester oder Gurus sind. Und wir glauben an immerwährendes Wachstum auf einem endlichen Planeten, der schon deutliche Zeichen von Überlastung zeigt. Wir glauben, dass wir die Probleme, die gegenwärtigen Probleme, die von zu viel Wachstum herrühren, mit noch mehr Wachstum lösen können. Wo in der Natur gibt es unbegrenztes Wachstum? Eigentlich nirgends, außer beim Krebs. Also die Lage ist ernst. Wenn wir nicht handeln, besteht Lebensgefahr. Das ist also eine planetare Notfallsituation. Wie vermittelt ein guter Arzt eine schwere Diagnose? Er sagt die volle Wahrheit, erklärt, hört zu, fängt die Verzweiflung auf und hilft dem Patienten, die neue Lage zu akzeptieren, dass sich die Prioritäten im Leben komplett verschieben auf dem weiteren Weg. Denn wenn der Patient die Diagnose nicht teilt und deswegen die Dringlichkeit nicht versteht, ist es sehr schwer, die Behandlung zu diskutieren. Und in der Klimadebatte sind wir oft in so einer ähnlichen Situation wie in diesem Cartoon hier dargestellt. So, und jetzt zur Therapie. Wie in der Medizin gibt es kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen. Der Notarzt oder die Notärztin am Unfallort stabilisiert erst einmal die Lage und genauso sollten wir eine weitere Schädigung des Planeten verhindern. Keine umweltschädlichen Subventionen mehr für Flugverkehr, Kohle, Fleisch und so weiter. Keine neuen Kohlekraftwerke bauen. Entwaldung stoppen. Moore bewahren und Böden. Verschmutzung stoppen. Laut Umweltbundesamt werden in Deutschland jährlich mindestens 57 Milliarden Euro an umweltschädlichen Subventionen verteilt. Das ist so, wie wenn wir dem fiebrigen Patienten noch ein Heizkissen unter den Rücken legen. Wir haben eine doppelte Herausforderung zu bewältigen. Die Umweltzerstörung zu reduzieren und gleichzeitig die Armut zu reduzieren. Das heißt, wir müssen in diese untere Ecke hier kommen. Gute Gesundheit aller Menschen bei niedrigem ökologischem Fußabdruck im Sinne der nachhaltigen Entwicklungsziele.
Ich rede jetzt hier irgendwie hauptsächlich für das Klima immer, aber wir müssen natürlich unbedingt alle planetaren Systeme gleichzeitig berücksichtigen, da die ja zusammenhängen. Also Klima, Artenvielfalt, Wälder, Wasser und so weiter. Sonst, also nicht nur das Fieber behandeln und dabei Leber, Niere und Immunsystem vergessen sozusagen. Aber jetzt zum Klima sozusagen. Für die weitere Therapieplanung müssen wir wissen, was ist unser verbleibendes CO2-Budget? Also wie viel Treibhausgase können wir noch maximal in die Atmosphäre ausstoßen, bevor wir gefährliche planetare Grenzwerte überschreiten? Und laut Paris-Abkommen wollen wir die Erwärmung ja auf 1,5 Grad idealerweise begrenzen. Laut Bericht des Weltklimarats von 2018 bleibt die Temperatur bei einem Ausstoß von weiteren 420 Gigatonnen in zwei Dritteln der Modelle unter 1,5 Grad. Und der globale Ausstoß beträgt jährlich 42 Gigatonnen. Und das heißt, das Budget ist jetzt, 3 Jahre später, 420 minus 3 mal 42, also noch knapp 300 Gigatonnen. Was heißt das jetzt? Wir müssen so schnell wie möglich clean werden, das heißt aufhören, fossile Brennstoffe zu verbrennen und noch mehr CO2 in die Atmosphäre zu blasen. Und insgesamt haben wir nur dieses Kontingent von 420 Gigatonnen Globalstand 2018, während wir diesen Entzug bewerkstelligen. Wir müssen das also klug einteilen. Wenn wir die nächsten Jahre weiter aßen und den Ausstoß womöglich noch erhöhen, dann wird es danach völlig unmöglich, das Ziel noch zu erreichen. Und wir müssen es auch klug verteilen, denn diese 420 Gigatonnen, die sind ja global. Also wer darf davon noch wie viel? Weil gleichzeitig müssen wir ja die Armut bekämpfen. Und die Frage ist so ein bisschen, auf welchem Pfad kommen wir auf diese Netto-Null-Emissionen innerhalb dieses Budgets? Und je später wir mit der Reduktion beginnen, umso abrupter muss sie dann ausfallen, mit immer höheren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kosten. Und falls diese Reduktion dann nicht so steil gelingt, dann überziehen wir das Budget und die Erde erhitzt sich mehr mit immer höheren Risiken, die man sich damit einkauft. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass man sofort anfängt. Das hier sind 42 Kaffeebohnen, die repräsentieren die 42 Gigatonnen CO2-Äquivalente, die wir weltweit jährlich in die Luft blasen. Und ich zeige Ihnen hier eine Verteilung, und zwar über die gesamte Weltbevölkerung. Aufgeteilt hier in 10 gleich große Gruppen nach ihrem Wohlstand, von den reichsten 10% zu den ärmsten 10%. Und die ärmere Hälfte der Menschheit stoßt nur 1/10 der Gesamtmenge aus, also 4 Bohnen. Und die reichsten 10%, die Hälfte, 21 Bohnen. Quizfrage: Wo sollten wir anfangen zu reduzieren? Hier jetzt die Berechnung pro Person nach Ländern. Das vorherige war nach Person. In Deutschland sind es aktuell im Durchschnitt 9 Tonnen pro Person und Jahr, fast doppelt so viel wie der globale Durchschnitt. Und in der Klimadebatte ist der Gerechtigkeitsaspekt immer mit dabei. Wer hat das Problem verursacht? Wer kann in den Umbau investieren? Wer kämpft ohnehin ums Überleben und noch mehr in einem sich ändernden Klima? Wer hat schon einen hohen Lebensstandard und konsumiert Luxus? Und wo wollen Millionen Menschen ein würdiges Leben erreichen? Und es ist klar, dass die reichen Industrieländer schneller reduzieren und den anderen helfen müssen. So steht es auch im Paris-Abkommen. Um das zu schaffen, reichen kleine, schrittweise Verbesserungen nicht, sondern es braucht eine radikale Umgestaltung unserer Lebens- und Wirtschaftsweise, eine sogenannte große Transformation unserer Gesellschaft. Die Frage ist, kriegen wir noch rechtzeitig die Kurve? Und dazu müssen wir fundamental umdenken, denn mit der Denkweise, die die Probleme verursacht hat, werden wir sie nicht lösen können, wie Einstein sehr klug erkannt hat. Und hier kommen wir jetzt zum Kern des Problems, zur Beziehung zwischen Mensch und Planet. Wir müssen verstehen, dass wir Menschen ein Teil eines komplexen Netzwerks des Lebens sind, eines lebendigen Planeten, dass unsere Gesundheit, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft letztlich von einer intakten Natur, von einem stabilen Klima abhängen. Das hat auch eine ethische Dimension. Welchen Wert messen wir der Natur bei? Ist unsere Beziehung bestimmt von Ausbeutung oder von Ehrfurcht und Verbundenheit? Albert Schweitzers Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben
ist ein Versuch, unsere verkürzte Ethik zu überwinden, die nur den Menschen umfasst und den Rest des Planeten als Ressource betrachtet, zur Verwendung oder Verschwendung, je nach Belieben. Das ist eine umfassende Ethik, die allen Lebewesen einen Wert beimisst. Die Enzyklika Laudato Si von Papst Franziskus heißt über die Sorge für das gemeinsame Haus und damit meint er den Planeten Erde. Er spricht darin vom Staunen gegenüber dem Wunder der Natur im Gegensatz zu einer Haltung des Herrschers und Konsumenten. Und der Dalai Lama betont, dass Mitgefühl zu einer Überlebensfrage der Menschheit geworden ist. Natürlich sind diese Erkenntnisse und Gedanken nicht neu, genauso wenig wie das Konzept Planetary Health. Viele Ureinwohner haben diese Weisheit über Generationen bewahrt, diese spirituelle Beziehung zur Natur, zur Mutter Erde, sofern sie und ihre Kultur nicht ausgerottet wurden. Und letztlich ist auch eine Frage nach unserem Menschenbild, denn das formt unser Verhalten. Ist der Mensch gierig, selbstsüchtig und nur auf den eigenen Vorteil bedacht, wie der Homo economicus in den Modellen der Ökonomen, oder ist er großzügig, voller Mitgefühl mit anderen und steht für Gerechtigkeit ein? Und der Mensch ist nicht nur so oder nur so, beides ist in ihm angelegt. In jedem Menschen kämpfen sozusagen diese beiden Wölfe aus der Fabel. Gier gegen Großzügigkeit, Arroganz gegen Bescheidenheit, Konkurrenz versus Zusammenarbeit. Und welcher Wolf gewinnt? Derjenige, den wir füttern. Und da spielt auch die Gesellschaftsstruktur eine wichtige Rolle, in welcher Welt wir aufwachsen und leben. Ist Geiz geil und Selbstdarstellung Pflicht oder gelten andere Werte als wichtig? Was gibt es jetzt für konkrete Lösungsstrategien für einen nachhaltigen Lebensstil? Der Fußabdruck ist weit bekannt. Jeder kann seine eigene ökologische Belastung des Planeten ausrechnen, zum Beispiel mit dem Rechner vom Umweltbundesamt. Und es ist wichtig, den zu reduzieren, auch schon für die eigene Glaubwürdigkeit. Aber das reicht nicht. Wir müssen auch gemeinsam die Strukturen verändern, die Mensch und Natur verheizen, politischen Einfluss nehmen, beitragen zur großen Transformation. Und das ist der Handabdruck. Ein Beispiel wäre für Fußabdruck selber mit der Bahn fahren und für Handabdruck darauf hinwirken, dass die Bahn die günstigere und einfachere Wahl wird. Und dazu müssen wir die Spielregeln ändern, die Stellschrauben weiter oben. Dort ist der Hebel am größten. Aber auch auf den mittleren Ebenen kann man viel bewirken, in Kommunen, Betrieben, Universitäten, Schulen und so weiter. Und das wirkt dann auch wieder nach oben. Und es gibt schon ein riesiges Bündel an vielfältigen Lösungen. Die sind oft noch in Nischen. Und viele Lösungen nutzen Synergien, sogenannte Win-Win-Lösungen. Also zum Beispiel gut fürs Klima und gleichzeitig gut für die Gesundheit. Zum Beispiel im Verkehrssektor. In Europa ist er für ein Viertel der Treibhausgasemissionen verantwortlich und die Hauptquelle für Feinstaub. Und zugleich sind Bewegungsmangel, Verkehrslärm, Verkehrsunfälle und Luftverschmutzung enorme gesundheitliche Risikofaktoren. Eine Verkehrswende hin zu Fahrrad- und fußgängerfreundlichen grünen Städten würde Klima und Gesundheit schützen. Die Landwirtschaft ist für rund ein Viertel der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich und für Entwaldung, Bodendegradierung und Artensterben. Wenn wir unsere Nahrung anders anbauen, mit Methoden, die sich die Natur zum Vorbild nehmen, ist es gut fürs Klima, für die Artenvielfalt und für unsere Ernährung und Gesundheit. Denn ungesunde Ernährungsmuster sind auch einer der wichtigsten Risikofaktoren für Krankheit und vorzeitigen Tod in Deutschland und weltweit. Die Eat Lancet-Kommission hat Empfehlungen für eine Planetary Health Diet erarbeitet, also gesunde und nachhaltige Ernährungsweise. In Deutschland sieht der Durchschnittsteller so aus. Und hier wäre viel weniger Fleisch und viel mehr Gemüse zu essen ein Riesengewinn für Klima, Tiere und Menschen. Also eine Win-Win-Win-Lösung. Und es gibt noch viele andere. Auf dieser Abbildung aus dem Transformationsgutachten des WBGU sieht man in der Mitte hier diesen in Mainstream und unten die Nischen, die Pioniere. Und die können zum neuen Mainstream werden. Und das ist begünstigt durch Ereignisse in den sogenannten Megatrends hier oben, die Gelegenheitsfenster öffnen. Und so, wenn der Mainstream sozusagen ein bisschen durchgerüttelt wird. Und ich würde sagen, wir sind gerade in so einer Zeit. Wie Martin schon gesagt hat, durch die Ereignisse 2019 mit Fridays for Future und so weiter ist ein Gelegenheitsfenster geöffnet worden. Und die Dringlichkeit wird immer mehr Menschen bewusst.
Über 26.000 Wissenschaftler haben sich als Scientists for Future hinter die Forderungen der Jugendlichen gestellt. Und auch Ärzte und andere Gesundheitsberufe wurden zunehmend aktiv für gesunde Menschen auf einem gesunden Planeten und auch andere Berufsgruppen, Psychologists for Future, Architekten for Future und so weiter und auch Parents for Future, sogar Omas for Future. Und auch Corona rüttelt die Normalität gerade ordentlich durch. Wir spüren, was es heißt, in einer Krise zu sein. Eine Krise, die uns unsere Verwundbarkeit bewusst macht, wie zerbrechlich unsere Gesundheit ist und unsere Gesundheitssysteme, unsere Gesellschaften. Und wir merken, wie eng alles auf dem Planeten miteinander verbunden ist. Und wir erfahren auch, was es heißt, in der Krise ernst zu nehmen und zu handeln und mit Risiken und Unsicherheiten umzugehen. Die Rolle der Wissenschaft und wie das Ignorieren von Fakten bestraft wird, siehe Trump oder Bolsonaro. Unmögliches war plötzlich möglich, Geld war vorhanden und Menschen mussten ihr Verhalten plötzlich ändern und sehr viel radikaler, als es Umweltschützer jemals gefordert hatten. Und die meisten kooperieren und verhalten sich solidarisch, weil sie eben verstehen, dass es um ihre Gesundheit geht und um die ihrer Lieben. Hier ein bisschen makabrer Cartoon. Kurz Zeit geben zum Lesen. Und natürlich wird Corona dem Planeten nicht wirklich helfen, obwohl die Treibhausgase ein bisschen weniger steigen durch den wirtschaftlichen Einbruch. Aber das ist wie bei einem Menschen, der zu dick ist und abnehmen will. Und wenn der eine Woche üblen Durchfall hat, dann nimmt der zwar ab, aber auf eine grausame Weise. Und es ist auch nicht langfristig so, sondern dafür braucht man dann eben eine Änderung des Lebenswandels. Und vielleicht kann ja Corona ein Weckruf sein und eine Gelegenheit, sich auch um die anderen Krisen unseres Planeten zu kümmern. Bisher wird die Klimakrise nicht angemessen therapiert. Und wir könnten diese Stimuluspakete für die Wirtschaft nutzen, um umzusteuern Richtung gesunde Menschen auf einem gesunden Planeten. Und diese Krise scheint ja ihr Licht auf viele Probleme, vom Pflegenotstand bis hin zu Bedingungen in Schlachthöfen. Und wir könnten diese Gelegenheit nutzen, um zu überdenken, was uns wirklich wichtig ist. Wie wollen wir leben, unsere Prioritäten neu zu justieren? Der tiefgreifende gesellschaftliche Wandel, den wir brauchen, kommt nicht von selbst und nicht von oben. Der Druck auf die Regierenden durch die Zivilgesellschaft muss größer sein als durch die Lobbyisten der Profiteure des Status quo. Und dabei ist Widerstand zu erwarten. Wie Gandhi so schön sagte, erst ignorieren sie dich, dann lachen sie dich aus, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Gemeinsam sind wir stark. Wir können eine positive Vision einer gesünderen und nachhaltigen Welt aufzeigen, die in Ansätzen schon existiert und gemeinsam umsetzen in unseren Lebensumfeldern. Und für eine große Transformation in so kurzer Zeit gibt es keine Blaupause. Wir müssen Dinge einfach ausprobieren, ins Handeln kommen und dann entwickelt sich eine Dynamik, die enorme Kräfte freisetzen kann. Begeisterung ist wichtig, auch Spaß zusammen. Und mittlerweile sind schon ziemlich viele Menschen dabei und man braucht auch gar nicht alle überzeugen. Die große Mehrheit muss den Wandel nur tolerieren. Und bestimmte Leute am anderen Ende des Spektrums wird man nie überzeugen. Das Ziel ist, einige wenige weitere Menschen zum Handeln zu bringen, damit eben eine kritische Masse erreicht wird, die politischen Einfluss hat. Und jeder kann etwas beitragen. Hier nur einige Beispiele für politische Aktionen und für konkretes lokales Handeln neben der individuellen Ebene. Jeder das, wofür er oder sie brennt. In den eigenen Organisationen wie Uni, Arbeitsgruppe, Schule, Gemeinde, Vereinen, ganze Städte und so weiter. Und dann diese verschiedenen Gruppen, dass wir uns zusammenschließen, Allianzen bilden und das große Ganze im Auge behalten, auf die Strukturen einwirken als politische Akteure. Zum Schluss noch kurz eine Zusammenfassung. Die Menschheit ist gerade dabei, ihre eigene Zukunft auf dem Planeten zu zerstören. Klimawandel, Artensterben, Verschmutzung von Luft, Wasser und Böden. Es ist die allergrößte Bedrohung für die menschliche Gesundheit, die man sich vorstellen kann. Ein medizinischer Notfall planetaren Ausmaßes. Gleichzeitig haben wir ein enormes Gerechtigkeitsproblem. Millionen Menschen leben in extremer Armut, tragen kaum zur Umweltzerstörung bei, leiden aber stark darunter. Wir brauchen dringend eine große Transformation unserer Gesellschaften, bestehend auf dem Verständnis, dass wir ein Teil der Natur sind und unser Wohlergehen von ihr abhängt. Und das bedeutet keinen Verzicht, sondern sogar einen Gewinn an Lebensqualität und Lebenslust, eine Rückbesinnung auf das, was uns wirklich wichtig ist. Es ist die größte Krise der Menschheit und eine enorme Verantwortung für uns alle.
Jeder ist für sein Handeln oder Nichthandeln verantwortlich. Ein bisschen ähnlich wie in der Nazi-Zeit oder anderen historischen Momenten, Sklavenhaltergesellschaft und so weiter. Wir sollten das Richtige tun, weil es das Richtige ist, egal ob wir letztendlich Erfolg haben, für das eigene Gewissen, um in den Spiegel schauen zu können. Und jeder ist gefragt, sich zu informieren und sich zu positionieren. Sein Leben und seine Kräfte zu nutzen, um das Überleben der Menschen und all der anderen Arten zu sichern, mit denen wir Teil dieses wunderbaren Planeten sind. Vielen Dank.